Servus Leute und willkommen zu einem neuen Unboxing von mir. Ich werde heute meine PS4 auspacken. Die, die mein letztes Video gesehen haben, die wissen, dass ich mir eine PS4 bestellt habe. Ich hoffe, dass das jetzt so passt, von dem Winkel her und dass ihr auch wirklich alles seht. Ich konnte es leider nicht besser hinbekommen. Ich habe kein Stativ und ich nehme das gerade auch mit dem Mikrofon von meinem Headset auf, weil der Sound über das Mikro von meinem Handy einfach zu schlecht gewesen und auch zu leise gewesen wäre. Auf jeden Fall, in diesem Karton befindet sich die PS4 und ich packe das Ganze jetzt mal aus am besten. Ich habe mir hier so eine Schere extra besorgt. Ach, versuchen wir es so. So. Oh, ich sehe sie schon. Oha. So, dann hole ich das mal am besten hier raus, ohne dass was kaputt geht. Hier gibt es so einen geilen Griff. So, Karton weg. Die Folie weg. Und da ist sie. PlayStation 4. Richtig geil. Jo. Ich mache das Ganze jetzt mal auf. Am besten so, dass ich nichts kaputt mache. Habe ich hier meine geile Schere. 500 GB-Variante habe ich hier. Ich weiß gar nicht, ob es eine andere Variante auch noch gibt. Also eine kleinere Variante. Eine größere gibt es auf keinen Fall. Man kann, glaube ich, externe Festplatten und so kann man anschließen. Und, ups, wie funktioniert das jetzt hier genau? Okay. Noch ein Karton im Karton. Gucken, ob ich den so rausbekomme. Locker easy. So, Karton weg. So, in diesem Karton. Ich hoffe, das sieht man noch. Ich schaue mal schnell nach. Ja, das sieht man gut. In dem Karton ist jetzt das Schmuckstück versteckt. Tada! So, womit fange ich an? Hier Gebrauchsanleitungen und so weiter brauche ich nicht. Dann der Controller. Fühlt sich auf jeden Fall besser wie mein jetziger an. Ich habe ja schon, also hier der Controller. Ich habe auf jeden Fall schon einen mir vor ein paar Monaten bestellt für einen PC, damit ich dort zocken kann und schon mal das Gefühl für den Controller bekommen. Ist auf jeden Fall geil, der Controller. So, die ganzen Kabel. Hier das Headset. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Das sieht richtig komisch aus. Dann ein USB-Aufladegerät für den Controller. Dann das müsste. Ah, das Netzteil. Das finde ich wirklich geil an der PS4. Die PS4 hat das Netzteil im Gerät drinnen und so habt ihr nur so ein billiges Kabel, was wirklich unauffällig ist. Bei der Xbox und auch bei der Xbox One hat man diesen riesen fetten Netzteilkasten und das finde ich auf jeden Fall einen riesen Vorteil von der PS4 und ein HDMI-Kabel. Oha, hätte ich jetzt nicht gedacht, HDMI-Kabel. So, was haben wir hier noch außer die PS4? Versuche ich das mal hier rauszubekommen. So, da unten sind noch ein paar Sachen, glaube ich. Egal, fahre jetzt die PS4 auf. Hier, Karton weg. Karton weg. Und dann hole ich das Ganze mal vorsichtig raus. Am besten ohne, dass ich irgendwas kaputt mache. Wow. Die PS4, meine Freunde. Richtig geil. Klavierlack. Vorne zwei USB-Anschlüsse. Hinten Netzteil, HDMI, Optical Audio, LAN und AUX. AUX kenne ich nicht, weiß ich nicht, was das ist. Blu-ray-Laufwerk, alles, was man braucht. Jetzt gucke ich mal, ob hier vielleicht noch was ist, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Das sind einfach nur solche Abstandshalter oder irgendwas. Kein Plan, ich hole es mal raus. Nöp, da ist nichts mehr drin.
Gut, das ist auf jeden Fall die PS4. Da werde ich einen richtig geilen Platz dafür aussuchen, weil die sieht meiner Meinung nach auch richtig geil aus und die passt auch zu meiner restlichen Ausrüstung. Meine Ausrüstung ist schwarz-blau, bis auf die Maus. Die ist zwar schwarz, aber leuchtet rot, keine Ahnung. Auf jeden Fall schwarz-blau ist meine Ausrüstung vom farblichen her und da passt die PS4 perfekt dazu. Und als kleines Special habe ich hier noch Watch Dogs. Das habe ich mir auch schon vor längerem gekauft und ja, das werde ich jetzt mal auspacken. Da gibt es extra hier so einen geilen Streifen, wo man das aufmachen kann. Das gibt es bei der Xbox übrigens auch nicht, glaube ich, oder gab es noch nicht. Allerdings weiß ich nicht, wo man den Scheißteil hier aufmacht. Ah, GG. So, dann packe ich das auch noch mal schnell aus. Mal kurz reingucken, ob kein Code zu sehen ist. Nein, ist es nicht. So sieht es von innen aus. Watch Dogs. Anleitung ist drin. Dann noch irgendein Code oder so ist da noch drinnen. Richtig geil. Ich werde es auf jeden Fall nachher mal zocken. Und ja, das war's auch schon von dem Unboxing. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ciao, bis zum nächsten Mal.